Hey Leute, da sind wir auch schon wieder hier bei A Plague Tale Innocence. Wir haben es beim letzten Mal endlich auf den Hof von Laurentius geschafft, der allerdings nicht mehr so toll aussieht, wie er wahrscheinlich früher mal war. Also hier ist jedenfalls alles heruntergekommen. Das beste Pferd ist auch schon bereits hier Rattenfutter geworden, aber ein anderes haben wir ja zum Glück noch übrig, und zwar das hier. Wer weiß, ob wir das hier vielleicht noch irgendwie gebrauchen können. Jedenfalls, es scheint ihm gut zu gehen. Oh, hallo. Keine schöne Nacht, um draußen zu sein, was? Nee, ganz sicher nicht. Jetzt, wo ja die Sonne untergegangen ist und die Ratten überall rauskommen, naja. Ich meine, seht doch einfach mal selbst hier nach. Also, wir hatten eigentlich ja echt einen ziemlich beschwerlichen Weg hierher. Wir mussten ja schließlich diesen ollen Karren ja hier den ganzen Hügel raufschieben. Nur damit wir ja jetzt hier von den Ratten nicht gefressen werden, die überall hier sind. Tja, und das, was die Inquisition hier eigentlich ja mit den ganzen Nutztieren angestellt hat, das ist irgendwie auch nicht gerade erfreulich. Alle abgeschlachtet, um sie eigentlich ja damit die Ratten abzulenken, aber irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Ich glaube, die stehen eher mehr so auf lebendiges Fleisch oder so. Zumindest denke ich das jetzt mal. Aber gut, ich... So dunkel. Vielleicht ist da unten ein Monster. Was? Das ist nur ein oller Brunnen. Und da sind sicherlich keine Monster. Aber es würde mich nicht wundern, wenn da am Grund... warte mal. Ich kann da jetzt nicht so richtig runterschauen, aber ich glaube... Ja, der Boden sieht nicht so besonders toll aus. Ich glaube, da liegt ein totes Tier im Brunnen. Könnte sein. Na gut, egal. Vergessen wir mal den Brunnen. Wir wollen jetzt eigentlich hier in das Haus rein und Laurentius aufsuchen. Hallo? Verschlossen. Wir müssen da irgendwie rein. Ja, wie denn? Wäre mir ja jetzt ganz neu, wenn du hier plötzlich die Einbruchsspezialistin bist. Aber okay, versuchen wir es einfach mal mit der Hintertür. Hier muss ja irgendwo was gehen. Auch zu... Verschlossen. Na gut, versuch du mal. Da rein und öffne schnell die Tür. Und sei vorsichtig, ja? Ja. So, gut. Alles cool. So, jemand zu Hause? Es riecht komisch. Alkohol von den Destillierapparaten. Ah ja, interessant. So, dann wollen wir mal gucken. Jemand. Sehen wir mal nach. Ah, okay, gut. Hier bräuchten wir eigentlich ja nur das hier. Rennen und Ausweichen machen weniger Lärm. Amicia braucht keine Werkstatt mehr. Und wir brauchen auch kein Werkzeug mehr, um die Ausrüstung aufzuwerten. Eigentlich würde ich ja sagen, wäre es keine schlechte Idee, gerade daraufhin zu arbeiten. Das Problem ist nur, ich habe zu wenig Stoff. Und was anderes zu erweitern wäre jetzt vielleicht ein wenig, naja, riskant. So. Das wäre eigentlich auch nicht schlecht. Ich denke mal, ich werde tatsächlich mal das hier machen, um besser gezielt zu feuern. Das wäre sicherer. Ah, Zeit zwischen zwei Schüssen. Aber das hier ist eigentlich ja schon mal besser, also dass ich eigentlich ja schnell tatsächlich den sicheren Treffer habe. Gut. Ja, wo muss ich jetzt eigentlich herlangen? Ich wünschte, ich hätte sowas wie die Karte hier. Oh, ist das Knoblauch? Jep, das ist definitiv Knoblauch. Und dann hier noch ein bisschen anderes Zeug. Ein paar Zwiebeln sind auch noch mit dabei. Oh, und hier Kürbis. Aber der sieht schon ziemlich trocken aus. Naja, aber immerhin hat er sogar hier noch Schinken. Lecker. Hoffe mal, den müssen wir jetzt nicht an die Ratten verfüttern. Das wäre jetzt ein bisschen doof. Das tut immer noch so ein bisschen weh, guter Schinken einfach an die Ratten verschwendet. Ja, aber was soll man machen? Ja, hier ist eigentlich ja nicht viel so los. Hier sind noch ein paar getrocknete Kräuter. Natürlich der Destillierapparat. Ja. Weiß jetzt nicht, was er genau hier gemacht hat, ob er jetzt hier eigentlich ja Schnaps gebrannt hat oder irgendwie jetzt tatsächlich an irgendwelchen obskuren Tränken gearbeitet hat. Das ist jetzt ehrlich gesagt schwer zu sagen.
Ich denke mal, er hat beides gemacht. Ich meine, dafür ist ja so ein Destillierapparat ja eigentlich ja ganz gut, dass man damit eigentlich auch hier ein bisschen mal sich so einen schicken Schnaps hier brennen kann. Nicht, dass ich mich jetzt damit so auskennen würde, aber naja. So, was ist hier? Diese Zeichnung. Was soll das sein? Lass mal gucken. Falsch. Oh, ups, jetzt habe ich total weggedrückt. Schade. Vitriol. Die Abkürzung der lateinischen Formel Vista interiora terrare rectificanto in veniis occultum lapidem. Was so viel bedeutet wie betrachte, was im Inneren der Erde liegt, indem du das dort Vorgefundene läuterst, wirst du einen verborgenen Stein erhalten. Diese Maxime fasst die alchemistische Philosophie zusammen, die auf dem Studium der fundamentalen Natur der uns umgebenden Elemente und ihrer Umwandlung beruht. Mit diesen Initialen wird außerdem die Schwefelsäure bezeichnet, mit der Materie bearbeitet wird. Ich verstehe nur Bahnhof. Okay, hier sollten wir auf jeden Fall richtig sein. Wer seid ihr? Magister Laurentius! Bleibt stehen! Er ist ansteckend! Hugo. Hier. Die Inquisition kam. Wir haben alles verloren. Ich konnte nichts tun. Ich. Natürlich. Sie wollten ihn. Ein Übel. Ein altes Übel fließt in den Adern eurer Familie. In ihrem Blut. Eure Mutter und ich versuchten, ihm Einhalt zu gebieten, aber seit dem großen Erwachen wächst es schneller. Du musst ihn beschützen, Amicia. Die Arbeit deiner Mutter fortsetzen. Ich? Aber wie? Meine Eltern haben dafür mit ihrem Leben bezahlt. Lass mich in Ruhe! Sie sind hier. Die Ratten sind gefährlich, aber chaotisch. Die Inquisition jedoch. Sie suchen den Jungen ohne Unterlass. Wir müssen verschwinden. Ihr müsst zum Chateau d'Ambrage. Lukas, geh in die Scheune. Du musst das Ignifer vollenden. Spart eure Kräfte. Ich werde mich beweisen. Das mit euren Eltern tut mir leid. Aber ihr seid nicht mehr allein. Wir müssen schnell sein. Helft mir mit dem Ignifer. Es schützt uns vor den Ratten. Komm, Hugo. Ich will, dass du mitkommst. Das Zeug ist in der Scheune. Los! Okay. Gut, gut, der Magister, der ist. Was sollen wir jetzt tun? Okay, der pennt. Alles klar. Gut, dann gehe ich mal lieber schnell mal jetzt den beiden folgen. Ach. Ach, Mann. Ich habe doch eben gerade davon gesagt, hoffentlich muss ich den Schicken nicht opfern, aber. Ach, Menno. Schon in Ordnung. Los! Tut mir leid. Keine Sorge. Das war's. Hugo, nimm meine Hand. Nein. Warum nicht? Na schön, aber bleib in meiner Nähe. Ist bei euch alles in Ordnung? Ach, nur Geschwisterstreit. Eine lange Reise hinter uns. So, Kleiner, wo bist du? Okay, der Kleine läuft jetzt zum Pferd. Pass auf das Pferd auf, aber komm den Ratten nicht zu nah. So, und du? Oh nein. Da sind sie wieder. Sie sind überall. Wir müssen zur Rückseite der Scheune. Aber wir können nicht ohne das Ignifer gehen. Wie sollen wir... Wir brauchen Fleisch. Tot oder lebendig. Fleisch? Ich glaube, damit können wir dienen.
Okay. Und was jetzt hier? Haben wir irgendwas? Naja gut, ich habe jetzt keine andere Wahl. Also, ja. Lukas, komm mal kurz mit. Ich habe einen Plan. Dann guck mal, was das Schweinchen da macht. Es hat Hunger. Komm mal mit. Könnte es gehen. Verstehe. Ich helfe dir. Wir füttern es. Ja. Was in der Art. Ja, wir füttern erst das Schwein, damit... Essen, Schweinchen, lecker Futter. Ja. Wir füttern erst das Schweinchen und danach verfüttern wir es an die Ratten. Leider. Es tut mir wirklich leid, aber das muss sein. Okay. So, los geht's. So ist es gut. Wenn gut kam, dann bekommst du Bauchweh. Es darf auf keinen Fall entkommen. Ich werde absperren. Gut. Da ist eine Leiter auf der Seite. Kommt mit. Gehen wir. Hugo? Ja, gut. Oh. Hör zu. Schmoll ruhig, aber bleib in meiner Nähe. Der Kleine wird aufmüpfig, aber na gut, ich sag dazu jetzt erstmal nix. Kletter hoch. Das wird schon. Ah, das Licht. Ja. Hugo, sieh lieber nicht hin. Wirst du gleich sehen. Nein, Amicia, was machst du da? Wir haben keine Wahl, Hugo. Wir müssen die Ratten loswerden. Das ist furchtbar. Du bist genau wie die anderen. Hugo, es gab keinen anderen Weg. Ich gehe zuerst. In Ordnung. Okay. Gut, dann müssen wir erstmal hier lang. Ich... Schweinchen. Ja, es tut mir wirklich sehr leid. So, okay. Ich sollte jetzt natürlich nicht darüber klettern. So, stattdessen gehen wir einfach mal hier runter. Das hier ist kein gewöhnliches Labor eines Arztes. Nope. Großer Alchemist. Du heißt Amicia, oder? Ich bin Lukas. Ich würde dir gerne etwas zeigen. Aber dazu benötige ich Alkohol und Schwefel. Bin schon dabei. Ich will hier irgendwo sein. Sag mir, wenn du sie gefunden hast. Ja, den... Na schön. Alkohol und Schwefel. Alkohol, Schwefel, das ist alles. Hab ich genug? Okay, gut, ich... Sieht aus, als hätten sie eine ganze Weile hier verbracht. Eine alchemische Vereinigung. Das ist, einfach Alchemie. Lukas, warum bin ich nicht so krank wie Laurentius? Er wurde von einer Ratte gebissen. Du nicht. Und wird er sterben? Ich tue, was in meiner Macht steht, um das zu verhindern. Dämonen. Ja. Interessant. Gut möglich, dass jetzt Laurentius deswegen gebissen wurde. Wir haben versucht, ein paar Ratten zu fangen. Und dabei wurde er wahrscheinlich gebissen. So, was haben wir hier noch? So, Schwefel. Ich habe wieder viel zu viel von dem Zeug dabei, aber ich denke mal, das kriegen wir gleich hin. Gut, ich habe alles da. Mal sehen, was wir brauchen. Lukas. Gut, jetzt musst du sie vermischen. Langsam, es ist nicht gefährlich. Na gut. Okay, du kannst jetzt Ignifer herstellen. Halte R1 gedrückt, um das Auswahlmenü aufzurufen. Erledigt. So, wähle mit dem rechten Stick Ignifer und halte es um herzustellen. So, es ist... Wow. Oh nein! Nein! Wir sitzen fest! Nein, das Ignifer, Amicia. Es ist Zeit. Ziele auf die Glut in der Mitte des Raums. Geht klar. Okay, dann los. Wow! Es macht Feuer! War ich das? Habe ich gerade Alchemie gemacht? Ja, die Mischung war perfekt. Scheint so, als hättest du das von deiner Mutter. Cool. Weißt du was? Ich zeige dir, wie man andere Geschosse herstellt. Na dann. Die werden dir nützlich sein. Das wäre toll. Vielen Dank. Ich habe meine Mischungen fertig. Wir sollten zurück zu Laurentius. Amicia, kannst du vorausgehen? Klar. Das Gute ist ja, ich kann eigentlich sogar diese Mischungen immer jederzeit herstellen. Dafür brauche ich keine Werkbank. Ratten! Zurück! Das Ignifer! Wirf es in die Kiste!
Hoffentlich schlagen mir die Flammen nicht ins Gesicht. Ah, ich glaube, das ist deine geringste Sorge. Los, kletter hoch. Okay, sieht doch ganz gut aus für uns. Erstmal wieder Steine nehmen. So, und wo ist Igo? Der rennt einfach voraus. Na gut, lassen wir ihn. Meine Herren, sind das viele. Das sind ganz schön viele. Oh ja. Laurentius, ich bahne uns einen Weg. Zuerst muss ich die Ratten da unten los. Folgt mir. Gut. Wir kriegen das hin. Keine Angst. Los, komm. Lass mich. Hugo, hör mal. Wegen vorhin. Ich wollte dir nur sagen, dass... Was mir... Nein! Amicia! Wir müssen weg, jetzt! Meister! Hey, halt! Wir brauchen dich! Seht, das Schwert! Wir müssen hier weg! Hugo, Lukas! Lauf! Wir brauchen das Pferd! Sie sind überall! Lukas, ich bin hier! Ja. Wohin führt dieser Weg? Lukas, wohin führt er uns? Zum Fluss! Okay, ich sollte mich ein bisschen beeilen. Wurde ja gesagt, der Haufen brennt nicht lange. So, habe ich genug? Wie kommen wir da hin? Steht fast in Flammen. Ah, danke für den Hinweis. So soll es gehen. Luca, hier entlang. Oh, Scheibenkleister. Ja, es geht wieder los. Boah, Mann, ist das laut. So, aber ich denke mal, auf dem Wasser sind wir sicher. Ja. Die Ratten können nicht schwimmen. Ha. Kapitel 5. Die Beute der Raben. Lukas? Ja? Was hat er in seinem Blut? Es gibt eine uralte Geschichte. Sie handelt von der Prima Macula. Die Alchemisten sagen, sie sei das erste Übel und dass sie verborgen im Blut mancher Familien lauert. Doch etwas geschah. Das große Erwachen. Und die Macula regte sich in Hugos Blut. Aber... Was wird sie mit ihm tun? Für die Macula gibt es weder Gut noch Böse. Sie entwickelt sich mit ihrem Wirt. Und sie verändert Dinge. Die Welt. Weißt du, deine Mutter und Laurentius wollten deinem Bruder helfen. Sie haben versagt. Nein, ihnen blieb nur nicht genügend Zeit. Wir sind da. Hugo, wach auf.
Komm, Hugo. Ab hier laufen wir. Dann wird dir wieder warm. Wenn wir dem Aquädukt folgen, sollten wir vor Sonnenuntergang beim Château d'Ambrage sein. Was ist das für ein Geräusch? Ach, das sind nur die Frösche, Hugo. Frösche! Scheint ihm besser zu gehen. Hoffentlich bleibt das auch so. Ja, fürs Erste bestimmt. Okay, ja. Und natürlich will er auch mit den Fröschen spielen. Sowas hat er ja vorher nie gesehen. Wen wundert's, wenn man ja fast sein ganzes Leben ja nur im Haus war? Da gibt es ja vieles, was er nicht kennt. So, wir können jetzt eigentlich erstmal hier in Ruhe umsehen. Der Tag ist bereits angebrochen. Das heißt, die Ratten werden jetzt vorerst hier nicht auftauchen. Es ist alles gut. Ich gehe noch mal am besten hier mal zurück. Ich wollte mal schauen, ob wir hier noch irgendwo Zeug haben. So, was haben wir jetzt auch alles übrig? Ich habe noch 3 Steine und eigentlich ja noch 4-mal Ignifer übrig. Dazu noch einen ollen Topf. Ja, sieht doch alles ganz gut aus. Ah, und das sollten wir auch mitnehmen. Ich brauche auf jeden Fall mehr von diesem Stofffetzen. Und ich brauche ja natürlich wieder ein neues Werkzeug, damit ich eigentlich ja vielleicht doch irgendwann mal die Möglichkeit habe, jetzt hier meine tragbare Werkbank mitzunehmen. Vielleicht wäre es sogar nicht verkehrt, wenn ich sogar eigentlich jetzt diese beiden Upgrades direkt mache. Ja, ein bisschen schon. Hugo scheint es nichts auszumachen. Wenigstens wird ihm so nicht kalt. Ja, aber er sollte näher bei uns bleiben. Ach, solange wir ihn im Blickfeld haben, ist alles okay. Alles gut. Hops, hops, hops. Kann man eigentlich von hier aus auch Frösche sehen? Hm. Wohl nicht. Wo willst du hin? Oh, etwas Leder. Okay, so viel zum Thema, solange wir den Kleinen im Blickfeld haben. Oh, verdammt! Oh Gott, ich will nie Kinder haben, ehrlich. Warte mal, da liegt ja noch was. Jetzt mal im Ernst, wer lässt eigentlich immer zu die Beutel mit Steinen hier rumliegen? Naja, gut für mich. Hey, seht mal, ich bin ein Ritter. Ein englischer Schild. Wo hast du den her? Der lag da drüben auf der Erde. Hör zu, Hugo. Leg ihn weg, das ist nichts für Kinder. Ah, Spielverderberin. Los, weiter. Riechst du das? Wie das stinkt. Ja, fürchterlich. So fürchterlich wie Leiche fürchterlich? Ich denke schon, ja. Ja, okay, hier liegt keine Leiche. Aber trotzdem, man sollte eigentlich immer vorsichtig sein. Du weißt ja eigentlich ja nie, was da noch so alles an Bakterien an diesem Schild dran gehangen haben. Naja, gut. Damals so 14. Jahrhundert, ich glaube, in der Zeit spielt ja eigentlich ja dieses Spiel so. Da hat man noch nicht so viel von Hygiene gehalten. Da wurden ja einfach mal die Leichen sogar auch immer zur Seite geschmissen. Oder liegen gelassen. Also, naja. Ihr wisst ja, wie das ist. Boah, was soll jetzt auf einmal hier diese unheilvolle Musik? Wir gucken rum und schauen, was wir so finden. Wie zum Beispiel das. Leder. Na, hier liegt ja wirklich noch ein bisschen Zeug herum. Aber ich denke mal, so langsam war es das jetzt auch. Gut. So, was ist das hier? Ah ja, richtig, das ist ja diese Brücke. Naja. Oder wie hat Lukas das genannt? Aquädukt oder so ist das ja hier. Also ich bin jetzt nicht sicher, ist jetzt eigentlich ja hier irgendwie... Sind da jetzt hier Leute rübergelaufen oder wurde jetzt hier irgendwie Wasser geleitet? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich mit solchen Sachen echt nicht aus. Das ist seltsam. Was ist das? Boah, das stinkt. Es kommt von da drüben.
Ja, geh nicht zu da heran. Ja, ich würde mal sagen, bevor wir herausfinden, was diesen widerlichen Gestank hier ausströmt, würde ich gerne an dieser Stelle einfach mal den Part beenden. Also dann wieder vielen Dank wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder von A Plague Tale: Innocence, wenn wir das Château d'Orbache erreichen. Das müsste ja eigentlich auch irgendwo hier in der Nähe sein. Also dann bis zum nächsten Mal und tschüss!